Hempels Sofa, der verdrehte Weg durchs Chaos, ist ein verdrehtes Merkspiel, bei dem man versucht, mit der Spielfigur Hugo Gegenstände im Chaos wiederzufinden und als erster 4 Chaoskarten zu sammeln. Das Spielfeld wird mit den Möbeln in der Tischmitte aufgebaut. Jeder Spieler erhält 8 Chaoskarten, die er nur für sich sichtbar in seinen Kartenständer steckt. Bei 4 Spielern bekommt jeder 6 Karten. Die restlichen Chaoskarten werden gemischt und kommen als verdeckter Stapel auf den kleinen Tisch auf dem Spielplan. Der erste Spieler deckt eine Chaoskarte vom Stapel auf, sucht den abgebildeten Gegenstand auf dem Spielplan und stellt die Stehlampe drauf. Der rechte Nachbar darf bestimmen, von welchem der farbigen Teppichfelder in den Ecken aus gestartet wird. Der Spieler, der an der Reihe ist, versucht dann von dort mit Hugo Hempel in zirkelförmigen Bewegungen zum Gegenstand mit der Stehlampe zu gelangen. Der beste und sicherste Weg ist über Gegenstände, die man selbst auf seinem Kartenständer hat. Es gibt auch Gegenstände, die noch im Kartenstapel sind. Hier passiert einem auch nichts. Kommt man aber auf ein Feld, dessen Gegenstand ein Mitspieler unter seinen Karten hat, ruft dieser Stopp. Das bedeutet, der Weg wurde nicht geschafft und der nächste Spieler ist an der Reihe. Hat ein Spieler den Weg geschafft, steckt er die Chaoskarte mit dem Gegenstand in seinen Kartenständer und legt eine beliebige andere Karte als Punkt offen ab. Dieser Gegenstand ist dann auf dem Spielfeld für alle gesperrt. Alle anderen Spieler sollten sich außerdem die Karte merken, die gerade gesammelt wurde. Gespielt wird der Reihe nach im Uhrzeigersinn. Wer zuerst 4 Chaoskarten sammeln konnte, hat gewonnen.